Da gibt's Münzen, die nehme ich natürlich mit. So, sind wir schon bei 800. Und da drüben gibt es sicher auch irgendwo noch Münzen. Yep. Und hier. Sind Wemer Münzen. Gut, da gibt es einen Hammer für Rüstung. Die haben hier eine Dampfmaschine übrigens, das finde ich interessant. Da ist zu, da haben sie Zahnräder. Wofür auch immer man die braucht. Da gibt es ein Buch, das ich lesen könnte. Ein Tanz in Feuer. Kapitel 4. You have gained knowledge from this book. Your acrobatic skills have increased. Genau. Acrobatic. Acrobatics, genau. Sehr schön. Sind meine akrobatischen Künste ein bisschen besser geworden. Die Frage ist, ob ich den Hammer jetzt mitnehme. Der wiegt 4. Wie viel darf ich noch mitnehmen? Okay, noch kann ich mich bewegen. Ich muss jetzt echt vorsichtig sein. So. Okay, Weeping Bell Hall. Dann machen wir das doch jetzt mal. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier rauskomme. Ich sollte meditieren über das, was ich gelernt habe. Okay. Dann schauen wir doch mal. Die hat noch ein bisschen Kohle dabei. Die nehmen wir natürlich mit. Ich habe Schuhe, ich habe ein Hemd, ich habe Hosen, ich habe einen Gürtel und ich habe einen eisernen Tattoo. Okay. So. Kann ich hier schlafen? Feinde sind in der Nähe. So. Da hinten gibt es eine Tür, die irgendwo hingeht. Zur Galerie der Himmel. Oder des Himmels. Okay, da ist eingestürzter Gang. Geht's da oben vielleicht wieder zu der Halle? Ich glaube es nicht. How does it feel to know death is near? Ja, das frage ich mich auch immer. Der hat Geld. Irgendwie bin ich so geldgeil. So, Stahl- und Eisentür. Da ist eingestürzt. Stahl- und Eisentür. Ok,
Okay, die ist. Okay, Halle der Zentrifuge. Da ist zu, da ist auch zu. So, dann öffnen wir doch mal die. Ah, das ist ja mal ein karges Bett. Okay, die Tür, die ist... Da habe ich doch irgendwo eine... Genau. Ah, Blödsinn. Die ist ja gar nicht. Hehehe. Okay. Frost. Eisen. Flammen. Und Gift. Nehmen wir mal die Achso. Nö. Gut. Frost 1 bis 4. Schock 1 bis 4. Ja, machen wir mal Frost. Einfach mal zur Abwechslung. Damit wir auch mal ein paar andere Dinge ausprobieren, ne? Rote Livia. So, hast du irgendwas Schickes für mich? Die hat einen Speer. Ein Gürtel, Handschuhe, Hosen und Schuhe. Interessiert mich gerade alles nicht so wirklich. Und hier ist auch nicht mehr wirklich etwas Interessantes. Hier gibt es noch ein paar Kisten, da kann ich doch mal schauen. Da gibt es noch einen Hammer. Da oben gibt's, das ist doch eine, na? Sehr schön. Das wollte ich eigentlich nicht. Verschiedenes. Wo war denn die Lampe jetzt? Ich habe doch gerade eben die Lampe aufgenommen, oder? Eine Lantern müsste das gewesen sein. Dich wollte ich, genau. So, und du bist leer. Da ist noch ein Krug. Da hinten gibt es noch einen Eimer. Zwei Eimer, um genau zu sein. Und dann kann ich hier oben mal hochgehen und schauen. Ja, sehe ich auch so. Ui, da hat er richtig viel Geld dabei. Nein, ich will alles. Ich will alles. So. Und jetzt habe ich sie, glaube ich, eh alle umgebracht. Weeping Hall. Und Weeping Hall. Okay. Die Galerie der Himmel.
Die Himmelsgalerie. So, dann mache ich doch mal wieder ein kleines Speicherspielchen draus. Ist da jemand? Offenbar nicht. Oh, Geld. Da ist nichts, da ist auch nichts, da auch nicht und da auch nicht. Das Zahnrad lasse ich noch. Ach, das ist der ganze Schrank, das ist nicht schubladenmäßig. Okay. Na, wenn du so lebensmüde bist, da ist mein Bogen. So. Ah. Wieso treffe ich den nicht? So. Jetzt müsste ich ja eigentlich prinzipiell sagen können, ich kann eine Ebene tiefer gehen, aber ich gehe jetzt wirklich erstmal Zeug verkaufen. Zeug. Weil das bringt ja gar nichts. Aber das lief jetzt erstaunlich gut. Ich hätte gedacht, die ganze Kämpferei hier. Ich könnte eigentlich mal schlafen. Bis ich geheilt bin, bitte. Okay. Geschwindigkeit klingt gut. Also Stärke, wenn es mal 5 ist, sowieso. Und dann sagen wir doch mal... Agilität, komm, weil es so schön ist. So. Da hinten war ich ja schon. Da habe ich mich ja schon umgeschaut. Ich muss jetzt allerdings mal in die Stadt, damit ich Zeug verkaufen kann, damit ich vor allem wieder Zeug mitnehmen kann. So. Was ist denn da drin eigentlich? Pfeile 5. Kann ich die? Ah. Sehr schön. Ich bin ja wieder stärker geworden, das heißt... Ich kann ja wieder mehr tragen. Das finde ich doch gut. Vielleicht bin ich ja jetzt auch in der Lage... Was gibt's denn hier eigentlich noch? Okay, habe ich schon geschaut. Vielleicht bin ich ja jetzt in der Lage und kann endlich die Larius Varro-Leute kaputt töten. Kaputt töten. Was denn das? Ja. Besiegen. Wo ist denn die nächste Stadt eigentlich? Das nächste von hier ist das Vor. Und da oben ist Balmora. Da ist dieses Vor. Hm. Lokal. Ich bin mir noch nicht so sicher, wo ich jetzt wirklich hinlaufe. Könnt ihr auch zum Vorgehen und gucken, ob ich da Zeug verkauft kriege.